Hallo Guten ihr Lieben. Abend. Wo noch sind wir? Vor noch? Dem Cannes genau. Gourmet. Und wir haben jetzt die Weihnachtsbeleuchtung Feierabend an. Und gehen mal eine heute eine Runde mit euch. Genau. Nicht ganz gucken, live. Gucken einfach mal, wie das dieses Jahr aussieht. Genau. Also hier bei uns was übrigens, Neues guck mal hier, bei uns sieht es so aus, dass man das auch schon mal sieht. Hier seht ihr hier oben die ganzen Sterne. Ja. So sieht es bei uns aus. Und jetzt laufen einfach mal halt auch Palma fast live, weil ich stelle es euch möglichst schnell online. Aber wir wollten mal einfach das Video auch mit einer guten Qualität machen. Und bei live ist es ja doch immer so, dass es ab und zu mal abhakt und machen einfach mal einen Rundgang durch die Stadt. Und was so. Fällt uns heute auf, Herr Lofing? Was fällt uns heute auf? Es ist so warm. Es ist wieder sehr warm, was ja. Was ist das? Wir hatten vorgestern Kälteeinbruch, dann hat man noch 12 Grad irgendwie. Und jetzt im Moment haben wir wieder, heute hatte ich auf dem Auto, auf dem Thermometer, über 20 Grad, 24 Grad ja, zum das Teil. Das war wieder frühlingshaft, ja. Wo wir einfach auch denken, so wow, also Temperaturstürze, die wir eigentlich so auf Mallorca gar nicht kennen. Ne? Ja, das so hin und her. Und normalerweise bleibt es dann kalt und wird nicht einen Tag später schon wieder irgendwie 25 Grad warm. Ja. Ja. Und dieses Jahr, was uns auffällt, alles neue Sterne. Ja, habe ich auch gelesen. Ich glaube, 90% der Weihnachtsbeleuchtung wurde dieses Jahr neu angeschafft. Alles in LED, alles stromsparend. Licht. Richtig schönes Licht. Fast alles warmes Licht. Mhm, schön. Und ja, aber ich glaube, 90% oder so soll neu angeschafft worden sein dieses Jahr. Und ich glaube, gerade die Sterne, die hat, ja, da haben sie sehr viele gekauft. Die hängen nämlich überall. Die haben wir wirklich schon das ist ein Eye-Catcher. In verschiedensten Ecken gesehen, wo wir auch im Auto durchgefahren sind. Ja. Guck mal, hier rechts ist jetzt ein Hutladen. Ach ja, die. Mhm. Ja. Aber auch schon ein bisschen länger. Wollten wir jetzt hier geradeaus laufen oder laufen wir rechts da über den Rathausplatz? Ich denke, ich glaube, wir laufen rechts über den Rathausplatz. Ja, über den Plaza Cort würde ich mal gehen, genau. Vielleicht gehen wir hier nachher noch. Guck mal, hier ist auch schön mit den. Sind auch alle neu. Oh, diesmal in grün. Gucken wir mal, Plaza Cort, was da so ist. Ja. Wenig Bewegung, das merken wir bei uns ja auch. Die Restaurants sind wirklich relativ leer. Ja, ja jetzt hier ist ein bisschen Bewegung, weil die Weihnachtsbeleuchtung ist. Aber sonst war heute auch komplett ruhig. Guck mal, auch die ganzen Balkone rundherum das sieht sehr schön, ja. Sind alle dekoriert. Und ich glaube auch, das ist komplett neu. Kenne ich auch nicht. Ich dachte hier, ah doch, das könnte letztes Jahr gewesen sein. Ich weiß aber guck mal hier, die haben ja, da sind ja die ganzen Privatbalkone hier auch irgendwie dekoriert, oder? Weil, guck mal hier oben die Decke an. Ja, guck mal, wie die blinken. Ja, die blinken. Unterschiedlich. Ja, ich dachte ja. Eben, hier regnet es. Nein, die blinken. Ja, aber das ist blinky, ja. Blinky. Wenn wir hier rundherum schauen am Rathausplatz, sind alle Häuser auch dekoriert. Und zwar alle mit denselben Sachen. Also ich glaube fast, dass die Dekoration auch vom Staat gemacht wurde, schätze ich mal. Ja. Auch hier hinten rein jetzt auf den Platz. Da laufen wir jetzt nicht rein. Ich zoome mal ganz kurz Plaza ran. Plaza Eulalia. Ja, genau. Auch Plaza Eulalia. Die waren bisher auch nicht geschmückt, die nee, Bäume. Nee, kenne ich auch nicht. Ja, auch wär die Lichterketten sind neu. Ja. Ja. Also hier haben wir, was hat das Inserado gesagt? Wie viel? 1,5 Millionen? Ich meine 1,6 Millionen soll ja. Die Beleuchtung dieses investiert. Jahr kosten. Und was wir natürlich wie sagen, gesagt, was wir ganz, ganz schön finden. Neu gekauft. Ja, genau. Wobei der Strom einen verschwindend kleinen Teil ausmachen soll. Ich kann es fast gar nicht glauben, aber ich habe mal was gelesen von Strom wären 40.000 Euro. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Oder ob ich was Falsches gelesen habe. Hm? Ich zoome mal ein bisschen näher ran, dass man es ein bisschen besser sieht hier. Ja. Alles schon sehr viel. Guck mal hier, auch seitlich in den Bäumen drin, da wo Sandra gerade läuft. Ups, ich habe den Kopf abgeschnitten, jetzt bist du da. Ist schon zu weit. Ist schon zu weit.
Ja, wirklich angenehm. Kein Auto hinter mir, ich laufe hier auf der Straße. Vorsicht, Schatzi. Ich habe die falschen Schuhe an. Ja, du hast keine Wanderschuhe an. Nee. Ja, stimmt. Gesundheit. Das ist... Aber es ist wirklich gefühlt, also richtig, richtig warmer Wind. Ja, es ist richtig schön im Wind heute. Richtig auf, ja du, 23, 24 Grad wieder. Boah, das ist wieder richtig warm geworden. Richtig warm, ja. Also so das richtige Wetter, um durch die Weihnachtsbeleuchtung zu laufen und richtig Weihnachtsstimmung zu bekommen. Die ist ja extrem. Ja, Wahnsinn. Oder? Dass du, glaube ich, noch gar keine Lust hast, einen Glühwein zu machen, weil es einfach zu warm ist. Ne? Ja, eigentlich fangen wir damit am ersten Advent an, aber irgendwie fällt es im Moment noch ein bisschen. Jetzt kommen wir hier vorne gleich auf den Plaza Mayor. Da ist auch der Weihnachtsmarkt, bei dem ich schon am ersten Tag war, wo er aufgemacht hat, wo noch viel am Aufbauen war. Und auch hier haben wir im Vorbeifahren schon gesehen, ist alles neu, weil hier kommt jetzt die Weihnachtsdeko, ja mit dem kalten Licht. Aber hier ist ein kompletter Eingang schon geschmückt, was früher nicht so war. Das heißt also, hier ist wirklich ja, auch die Beleuchtung, haben sie komplett neu. Und guck mal, fällt dir rechts gemacht. Was auf? Das sind Palmen. Neue Palmen. Die gab's ja, noch nie stimmt, Palmen. Neue Palmen. Stimmt, sie haben neue Palmen gepflanzt. Die sind noch gar nicht offen, die sind ganz neu gepflanzt worden. Ganz, ganz neu, ja. Ganz ja, neu. Hast du recht. Die sind noch nicht mal abgeschnitten. Das wäre natürlich toll, wenn das funktioniert hier ja, mit schön. Palmen mitten Was war da vorher drin, weiß ich gar nicht mehr. Normale Bäume, glaube ich, irgendwie, ne? Ja, jedenfalls welche, die nicht so auffielen. Sonst hätten wir das, so, sonst schaut hätten mal uns hier. Das gemerkt. Das ist jetzt der Eingang zum schön. Weihnachtsmarkt hier auf dem Plaza Mayor. Ja. Also hier muss man sagen, haben sie wirklich schön gemacht, war bisher nicht. War jetzt gar hat man auch richtig das Gefühl, man geht hier nochmal auf einen getrennten Platz. Mhm. Ja. Gut, der Weihnachtsmarkt hier ist nicht so typisch, wie man ihn in Deutschland kennt. Aber auch hier schöner dekoriert. Gut, in meinen Augen oder in unseren Augen passt dieses kalte Licht nicht oben zu dem warmen Licht. Nee, das ist wahr. Das ist so ein bisschen... Das sollen Sie nächstes Jahr ändern, bitte. Michimachi. Das sollen Sie nächstes Jahr ändern. Michimachi. Das ist sehr, sehr viel Michimachi. Aber auch hier, guckt euch mal das Dach an. Ja, sehr schön. Und das blinkt aber nicht. Das blinkt nicht. Das steht vom Wind, hast du das Gefühl, es blinkt ein bisschen. Ja, ja. Aber das ist auch eine sehr schön. Tolle Stimmung hier ja, oben. Hier drunter eh, finde ich, unter dem Dach jetzt, dem Lichterzelt. So, jetzt wollten wir links runterlaufen Richtung Ramblas. Wir können aber auch überlegen, ob wir hier hochlaufen, einen später zum Ramblas runter oder direkt zum Ramblas. Okay, Sandra, wir direkt zum Ramblas. Ich würde sagen, hier a la izquierda, ja. Ja. Genau, da können wir ja noch mal was machen, wo wir durch die San Miguel laufen. Ja, genau. Vielleicht können wir dann mal noch mal... Noch einen zweiten, dritten Gang. Du, wir haben ja noch einige Gänge hier. Ja, vielleicht machen wir dann machen auch den können. Zweiten Gang noch mal woanders durch. Hier gibt es ja noch einiges zu sehen. Vielleicht machen wir dann den zweiten Gang wieder live. Ja, dann habt ihr einmal hier ein gutes Video bekommen und dann bekommen wir wieder vielleicht das nächste Mal Sandro mich live in Palma bei einem abendlichen Rundgang durch Palma. Wir machen da keinen Nachtrundgang, sondern einen Abendrundgang. Feierabendsgang. Feierabendsrundgang. Weil wir fahren natürlich nicht nach dem Feierabend nochmal rein, sondern wir machen es dann wirklich abends nach Feierabend. Das ist jetzt hier nur der langweilige Durchgang zum nächsten Platz. Den könnte ich jetzt nicht auch rausschneiden, weil wir nicht live sind, aber... Den könnten Sie auch ein bisschen dekorieren. Ne? Ich glaube, ich lasse es einfach drin. Oder? Das wäre noch eine Möglichkeit, hier zu sagen, hier ein bisschen hier Deko rein. Ein bisschen was, gerade zu den Durchgang Treppen runter. Hier, Hochdurchgang ist jetzt nichts, aber gut, kommt ja auch jedes Jahr irgendwie mehr. Ja. Sind euch die Lichter hier, die sind ein bisschen übersteuern hier und ein bisschen arg hell machen. Schaut mal hier, da seht ihr schon ein bisschen unten von oben den Blick auf die Ramblas durch die Bäume durch. Eine Ruhe noch. Herrlich. So, da gehen wir jetzt runter. Und schauen mal, was sie dieses Jahr so haben. Ha? Nee, wir gehen rechts rum, da laufen nicht so viele. Ja. So. Ja. Ich weiß so, das waren die Treppen, wo ihr letztes Jahr, der Sven und du, hier hochgelaufen seid.
ja, nach wirklich dem, nach kaputt dem, war. Ne? Nach dem Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung live. Das war letztes live. Jahr. Letztes Jahr, wo zwei Stunden zu spät anging oder wir zwei Stunden gewartet haben. Richtig, da war Sven gesünder. Aber ihr habt beide ganz schön gekeucht. Richtig. Der Treppen hoch ist ja immer noch was anderes. Und dann haben wir noch nach dem Anmachen einen etwas weiteren Rundgang gemacht als das letzte Mal. Und dann sind wir hier die Treppen hoch, richtig. Aber von hier nochmal ranzoomen. Lustig ist, dass irgendwie die ganze Beleuchtung vorwiegend jetzt in warm weiß wird. Schön. Aber die ganzen Stände und so weiter, die da stehen, die arbeiten euch immer noch wie üblich auf Mallorca im schönen kalten Neon-Weiß. Was wir auch hier von vielen mallorquinischen Cafés und so weiter kennen. Das ist bei denen, glaube ich, einfach auch Gewohnheit über Jahre. Ja, es ist halt auch immer so. Man sieht natürlich auch beim kalten Weiß viel mehr, ob die Leute ordentlich und sauber arbeiten. Mhm. Warm Weiß schluckt ein bisschen mehr. Mhm. Muss mal ja ein Stück rüber. Auch das hier ein sehr schönes Bild. Da ist so ein Stand zu, Schatz, hier, da können wir uns den Stand mieten. Kein Gourmet auf dem Weihnachtsmarkt. Ganz kleiner. Ganz kleiner. Also hier gibt es jetzt halt einfach viele Handwerkskunst, so Holzsachen. Und hier werden alte Schallplatten zerstört und so Kunstwerken gemacht. Mhm. Und die Blumenläden, die sind immer da. Das ist ja die Ramblas, die Blumenstraße. Genau. Sandra findet schon was. Ich überlege doch schon, ich muss doch noch mal einen Kranz machen. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ich wollte gerade sagen, wir können auf dem Rückweg was mitnehmen, aber geht nicht, wir sind mit dem Motorrad genau. da. Genau. Könntest du höchstens im Lädchen lassen, wenn ich was finde. Bis morgen, ja, das ja. wird gehen. Ich muss mal ein bisschen weiter nach oben gehen, dass man auch die Deko sieht. Noch einige Buden leer hier. Ja. Gut, klar, die Blumenläden stehen das ganze Jahr. Die stehen das ganze Jahr, die machen jeden Tag auf. Die sind jeden Tag am Arbeiten. Ja, bei Buden musst du halt jetzt auch überlegen, wenn du eine Bude hast, ob es sich einfach momentan schon rechnet. Ja. So viel Betrieb ist natürlich noch nicht. Ja. Und ja, es ist ja so, wir wissen es ja. Es ist auf Mallorca immer eher so. Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende, fährt ab Donnerstag ist schon etwas mehr los. Sonst ist es schon relativ ruhig. Genau. Und dann kann es schon sein, dass es auch nicht so lohnt aufzumachen. So, wir machen jetzt einfach mal das Video einen Moment aus, weil jetzt wiederholt sich eigentlich alles. Genau. Das heißt, wir laufen hier noch ein Stück nach oben, schauen, da noch, was es schön, gibt. Schön, die nochmal den Himmel anzoomen vielleicht. Und dann, machen wir, laufen wir nachher wieder zurück ein Stück. Und dann geht das Video gleich wieder weiter. Nur euch komplett mitnehmen. Langweilt euch jetzt, weil es wiederholt sich jetzt. So, jetzt sind wir wie versprochen wieder da. Ging schnell für euch, oder? Ruckzuck weg und ruckzuck wieder da. Zack. Zack, zack. Ja, wir sind jetzt in der Kai Union. Wir sind jetzt einmal die Ramblas hochgelaufen. Haben uns den Markt noch angeschaut. Und jetzt sind wir hier in der Kai Union. Praktisch hinter unserem Laden. Auch hier sieht man, dass alles beleuchtet ist. Schön wäre eigentlich noch, wenn die normale Straßenbeleuchtung aus wäre. Ja, es nimmt so ein bisschen was weg vom was vom der Deko weg. Weil die normale Straßenbeleuchtung immer so hell ist, nimmt es einfach was weg.
Aber gut, ausmachen können sie es auch nicht, weil dann sehen die Fußgänger nichts mehr. Und nächstes Mal, wenn es ein bisschen kühler ist, holen wir uns mal ein paar Marones. Maron. Ja, Maron. Oder? Ich gehe mal kurz und du auch auf die andere Seite, da ist nicht so voll. Weil wenn wir hier durchlaufen, dann ist es so voll, hier ist ein bisschen leerer. Da kann ich auch mal kurz auf der Straße laufen, wenn hinter mir kein Bus kommt. Oder am Straßenrand. Ja, der macht tolle Sachen. Die fasziniert uns immer, ja. Ne, diese Pralineria. Hier, wenn ihr mal auf Mallorca seid. Eine der ältesten, ja. 1911 echt schöne gegründet. Sachen hier. Ja. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja. Guckt mal hier. Mmh. Hier vorne kommen wir dann gleich an die Bar Bosch, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, der Palma kennt. Und da laufen wir dann runter Richtung Can Gomer und hoffen, euch hat dann, wenn ihr entzählt, dieser kleine Rundgang durch Palma gefallen. Und jetzt schon mal die Bitte, die kommen nachher natürlich nochmal, wenn ihr das Video seht und uns noch nicht folgt. Abonniert uns, wir sind ja weiter dran, unser Ziel zu verfolgen, 1000 Follower. Genau, genau. Ja. Und Siege. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, ich gehe gerade wieder über die Straße. Und natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben, Fragen, Anregungen, wie es euch geht, was ihr momentan für eine Weihnachtsstimmung habt. Ob ihr nochmal auf die Insel kommt, ob ihr noch mal zwischen auf die Insel den kommt. Tagen. Und so weiter. Einfach in die Kommentare schreiben. Schauen wir mal, dass wir hier vorbeilaufen an der einmal hier an der Bushaltestelle schnell vorbei. Das hier hängt schon seit Jahren. Das ist immer wieder schön. Ja, da haben sie wirklich ihre Fixpunkte gesetzt. Hier hoch geht es dann in die. Durch den Sturm stehen bleibt. Ja, hier hoch geht es in die Keime. Das heben wir uns von anderen Rundgang auf. Ja. Vielleicht nochmal ein Live-Rundgang. Darum folgt uns, dann bekommt ihr auch mit, wenn Sandra und ich den Live-Rundgang machen. Jetzt laufen wir nochmal hier diesen Prachtboulevard runter ein Stück. An der Stelle vorbei, an dem ich mit Sven stand, wo die Weihnachtsbeleuchtung anging. Hier ist auch so viel Beleuchtung, dass die Straßenbeleuchtung weniger auffällt. Herrlich. Auch irgendwie immer noch der schönste Punkt für die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, die ist Hotspot. Auch mega hier. Die ist wirklich mega. Absolute Hotspot. Einfach, weil du einen schönen weiten Blick durch hast. Mhm. Ja, und du siehst von vorne bis hinten, ganz nach hinten, bis zu den Sternen vom Brunnen, die da hinten kommen. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Genießt noch die letzten paar Meter. Weißt du, was ich jetzt hier so für ein Gefühl habe? Was hast du für ein Gefühl? Dass du hier Wunderkerzen anmachen könntest. Irgendwie so, weißt du, ein richtig gemütliches, warmes Gefühl. Irgendwie schon fast, ja, silvestermäßig ist. Ja, dann bringen wir das nächste Mal Wunderkerzen mit und machen unsere Wunderkerzen an. Das sieht ja toll aus, ganz hinten dann die Sterne noch, wenn du es ranzoomst von hier. Ja, ist das? Ja. Vom Plaza de la Reina, ja. die Sterne. Ja, wir können ja noch kurz hinlaufen. Sehr schön. Ist ja nicht mehr weit. Sehr, sehr schön.
Wir laufen noch kurz zum Stern am zu den Sternen am Place de la Reina. So, ich hatte kurz Bild. Aus wegen der Musik. Jetzt ist die Musik wieder weit genug weg, wenn ich drüber rede. Da dürfte man sie eigentlich nicht mehr hören, hoffe ich mal. Und ja, jetzt laufen wir noch bis zum Brunnen, Place de la Reina, mit den Sternen. Der Platz war richtig voll, wo die Weihnachtsbeleuchtung hast anging. Hast du denn gesagt? Ne? Boah, da kamst du nicht durch. Da waren Menschenmassen. Es war wirklich richtig voll. Jetzt herrlich so durchzuschlendern, ohne großartige Massen. Ja. Herrlich. So, schaut mal her. Der Brunnen mit den Sternen, jedes Jahr ein gern genommenes Motiv. Aber diesmal, wie gesagt, hängen sie ganz anders und sind halt auch andere Sterne. Ja, es sind, glaube ich, neue. Wirklich neue sein, ja. Und hängen, glaube ich, auch etwas tiefer. Ja, genau, ganz anders wie die Jahre. Musst du einfach mal gucken, wie es letztes Jahr war. So, Achtung, Stufe. So, ihr Lieben, wir hoffen. Es hat euch Spaß gemacht, genau, mit uns mitzugehen. Wir werden euch bestimmt noch ein, zwei Rundgänge mitnehmen. Zeigen, auf jeden Fall. Und ja, liked uns, gebt uns den Daumen und wir freuen uns dann, euch ein paar neue Eindrücke zu geben, wie Mallorca jetzt zu dieser Jahreszeit tickt. Genau, wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf YouTube und dann kriegt ihr auch die Info, wann wir gehen. Ich denke mal, das nächste machen wir wieder, probieren wir mal wieder einen Live-Rundgang und gucken, wie die Qualität ist. Und dann sind wir gemeinsam wieder live für euch da. Genau. Dann könnt ihr auch Fragen stellen. Tschüss, ihr Lieben, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.